Die Höhle der Löwen, Galadipure und Spice-Gewürzöle. Würzen leicht gemacht und das einfach nur mit Ölen. Die Vorstellung klingt perfekt. Denn mit nur einer Flasche soll die gewünschte Würze sofort erreicht werden, ohne dass zu mehreren Aromen gegriffen werden muss. Doch hält Pure und Spice, was es verspricht. Bei Die Höhle der Löwen kämpfen die Gründer um einen Deal. Zwei Redakteurinnen haben die Öle vorab getestet und verraten ihnen hier ihre Ergebnisse. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, weshalb wir, Gala-Redakteurinnen Leonie und Julia, die Gewürzöle von Pure und Spice zu zweit, aber unabhängig voneinander testen. Um möglichst viele Geschmacksrichtungen ausprobieren zu können, verwenden wir die Öle in Soßen und Salaten. So ist es einfacher zu vergleichen, da die Würzmischungen sehr unterschiedlich sind. Außerdem erleichtert es, auszuprobieren, wie wir die Extrakte am besten dosieren können. Bei Pure und Spice dreht sich alles um den perfekten Geschmack und wie wir diesen schnell sowie ohne Umschweife erreichen. Auf der Verpackung wird dieses Vorhaben als Gewürzrevolution bezeichnet und um dem gerecht zu werden, setzen sie auf folgende Versprechen. Geschmacklich ist bei Pure und Spice für jede, n etwas dabei. Ob indisch, italienisch, mexikanisch oder Klassiker wie Zimt und Knoblauch, dank der großen Auswahl kann so ziemlich jedes Gericht mit den Extrakten verfeinert werden. Die Vielfalt ermöglicht es, dass verschiedene Geschmäcker bedient werden können und selbst Basisgewürze ersetzt werden können. AT gleich M00H268. 77V81H0Z. So wird mit Pure und Spice gewürzt. Die Gewürzöle von Pure und Spice sind in kleine Fläschchen abgefüllt, die mit einer Pipette ausgestattet sind. Diese ermöglicht eine angenehm leichte Dosierung. Das ist wichtig, denn die Öle sind hochdosiert und sollten sparsam eingesetzt werden. Die Tropfen können in Soßen, Salate, auf Gemüse oder Fleisch sowie andere Leckereien gegeben werden. Das Extrakt muss vorher nicht verdünnt oder aufgelöst werden, sondern wird direkt dem gewünschten Gericht hinzugefügt. Rund 1000 Tropfen sollen in einem Fläschchen stecken. Leonie, das Konzept ist wirklich leicht und eigentlich auch genial, denn das Extrakt vereint mehrere Gewürze in einem und ich muss mich nicht fragen, wie viel Salz, Basilikum, Oregano oder Pfeffer ich eigentlich brauche. Jedoch sorgt die hohe Konzentration dafür, dass es etwas Übung braucht, um einzuschätzen, wie viel zu viel und wann die Dosierung optimal ist. Meine ersten Versuche sind deshalb etwas daneben gegangen, denn ich habe immer mehr verwendet als nötig. So habe ich Soßen zu stark gewürzt und auch Salate sind nicht wirklich gelungen. Doch nach ein paar Anläufen weiß ich, welche Mengen ich brauche und statt gleich zwei große Tropfen zu nehmen, gebe ich mich mit einem halben zufrieden. Anführungszeichen. Julia, im ersten Moment war ich etwas skeptisch, denn die hochdosierten Gewürzöle riechen entsprechend intensiv. So habe ich mich zunächst nur vorsichtig an die Geschmacksrichtungen italienische Art und mexikanische Art herangetraut. Mit einer Hackfleischbasis wurde aber im Handumdrehen eine Hälfte zu einer Art Bolognese und die andere Hälfte zu einer Art Chili con Carne, ganz ohne großen Gewürzapparat. Obwohl ich wusste, dass es landestypisch nicht zusammengehört, habe ich ein Couscous-Gericht mit der Geschmacksrichtung indische Art zubereitet, ebenfalls sehr unkompliziert. Einziges Manko, die Dosierung ist manchmal etwas knifflig. Aufgrund der hochdosierten Form sind kleine Gerichte schnell überwürzt und bei trockenen Produkten lassen sich die wenigen Tropfen ebenfalls schlecht verteilen. In Soßen oder Suppen stellt dies natürlich kein Problem dar. Anführungszeichen. Leonie, nach einigen Startschwierigkeiten kann ich sagen, dass mich die Gewürze überzeugen. Ich bin in der Küche weit entfernt davon, ein Profi zu sein und deshalb sehr dankbar, wenn mir etwas Arbeit abgenommen wird. Vor allem bei Gewürzen, denn die werden für mich schnell zu einer Herausforderung, wie viele Gerichte ich schon versalzen habe. Kann ich gar nicht mehr nachzählen. Natürlich dauert es bei den hochkonzentrierten Extrakten ebenfalls etwas, bis es gut funktioniert,
aber ich brauche nur noch ein Produkt statt einen ganzen Schrank voll mit Gewürzen. Ich muss also nicht mehr überlegen, welche Gewürze ich für ein Gericht brauche und welche zusammenpassen. Sondern kann ganz spontan italienisches oder orientalisches Essen zubereiten. Anführungszeichen. AT gleich M00H268. 77V81H0ZP Julia, ich empfinde die Gewürzöle von Bure und Spice als eine tolle Bereicherung in der Küche. Sie bieten eine einfache Möglichkeit, schnell in eine bestimmte Landesküche einzutauchen. Ohne sich vorher langwierig mit der jeweiligen Gewürzwelt auseinandersetzen zu müssen. Wenn es schnell gehen soll, ein großer Pluspunkt. Auf Basisgewürze wie Salz und Pfeffer würde ich dennoch nicht verzichten. Anführungszeichen. Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Kaufen Sie darüber ein, werden wir prozentual am Umsatz beteiligt. Genaueres dazu erfahren Sie hier.